I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 25. November 2023. Schönen guten Morgen. Ich habe gestern versprochen, dass wir ein tolles Sportwochenende haben. Jetzt muss ich aber auch liefern. Wir fangen mal an und gucken es der Reihe nach durch, was wir heute Schönes auf dem Programm haben. Ihr werdet nicht enttäuscht, das kann ich versprechen. Draußen ist es kalt, bleibt drin, schaut Sport auf den verfügbaren Kanälen. Wir gucken zusammen, wann es was gibt. Wir starten mit der Fußball-Bundesliga. Gestern haben die Bayern vorgelegt mit einem 1:0-Sieg in Köln. Heute gibt es das volle Programm. 15.30 Uhr, 1, 2, 3, 4, 5 Partien stehen dort an. Union Berlin, nicht mehr mit Urs Fischer, jetzt gegen den FC Augsburg. Dortmund gegen Mönchengladbach. Freiburg-Darmstadt, Wolfsburg gegen Leipzig und Spitzenreiter Leverkusen bei Werder Bremen zu Gast. 15.30 Uhr alle Spiele live einzeln oder in der Konferenz bei Sky Bundesliga. 18.30 Uhr dann das Topspiel des Tages. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Auch das natürlich auf Sky Bundesliga zu sehen. In der zweiten Liga gestern ein Sieg des HSV, der damit an der Spitze ordentlich Druck macht auf den Konkurrenten aus St. Pauli. Braunschweig hat verloren, steckt hinten weiter mit drin. Hannover, Hertha unentschieden. Heute dann St. Pauli, der eben schon angesprochene Spitzenreiter bei Hansa Rostock um 13 Uhr, ebenso wie Elversberg, Paderborn und Osnabrück, Schlusslicht Osnabrück gegen Magdeburg. Auch das um 13 Uhr auf Sky Bundesliga, Einzel- oder Konferenz. Und das Abendspiel um 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Das gibt es nicht nur auf Sky Bundesliga, sondern auch live im Free TV bei Sport 1. Viel Spaß dabei. Die dritte Liga, gestern verliert Waldhof Mannheim gegen Verl und rutscht immer tiefer ins Schlamassel. Heute 5 Partien um 15 Uhr, davon 2 im Free TV zu sehen. Und zwar haben wir Hallescher FC gegen Saarbrücken, das ist live im MDR zu sehen um 14 Uhr. Und dann habe ich noch im Angebot 60 München gegen Unterhaching, natürlich im Bayerischen Rundfunk. Das ist klar, dieses Duell. Dazu gibt es noch Sandhausen gegen Duisburg, Ingolstadt Essen und Aue gegen Dortmunds Zweite. Alle Spiele auf Magenta Sport, Einzel- oder Konferenz und auf Magenta Sport Sport, das ist dann halbes Free TV, wer Magenta TV hat, kann es gucken, da gibt es dann die Konferenz ab 14 Uhr live. Das mag ich, mag ja Konferenzen. Topspiel um 16.30 Uhr, dann Ulm gegen Freiburgs Zweite, exklusiv wieder bei Magenta Sport. Wir schauen ins Ausland, da gab es gestern in der Ligue 1 einen 5:2 von PSG gegen Monaco, alles weitere dann in aller Ruhe. Nächste Woche Montag und Dienstag, die Zusammenfassung dann vom Wochenende, wisst ihr ja. Wir gucken aufs Programm von heute und da haben wir ein absolutes Leckerli aus der Premier League. 13.30 Uhr heißt es Manchester City gegen FC Liverpool. Das ist ein Knaller, seit Jahren wird es auch heute bestimmt wieder. Sky Premier League überträgt live ab 13.30 Uhr. Um 16 Uhr dann weitere Partien, zum Beispiel Chelsea zu Gast bei Newcastle. Und Brighton tritt an in Nottingham und am Abend um 18.30 Uhr dann Brentford gegen den FC Arsenal. Alles das live auf Sky Premier League. Ansonsten an Topspielen noch vielleicht rauszupicken in Frankreich. Straßburg gegen Marseille um 21 Uhr auf The Zone. Italien kommt daher um 18 Uhr mit Napoli bei Atalanta. Und um 20.45 Uhr Milan gegen AC Florenz. Habe ich vergessen, 15 Uhr, ja, Lazio spielt noch bei Salernitana. Alles das auch auf der Zone zu sehen. Und Spanien kommt mit Barcelona bei Rayo um 14 Uhr. Und dann haben wir Atletico Madrid am Abend um 21 Uhr gegen Mallorca beispielsweise im Angebot. Dann kurz noch eine erfreuliche Nachricht abseits des Vereinsfußballs. Gestern hat die deutsche U17 das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft erreicht, gewinnt 1:0 gegen Spanien. Nächster Gegner jetzt Argentinien, die haben sich gegen Brasilien 3:0 durchgesetzt. Also nicht nur die großen Argentinier können gegen Brasilien gewinnen, sondern auch die U17 schafft es. Super Sache. Apropos Brasilien, ich werde morgen nochmal hinweisen auf die brasilianische Liga. Da ist, also, hatte ich ja schon mal vor 2, 3 Wochen, glaube ich, gesagt, das gibt ein irres Saisonfinale, möchte ich jetzt schon mal andeuten, morgen dann mehr dazu. Denn wir haben im Moment 4 Spieltage vor dem Ende, die ersten 5 Mannschaften, 3 Zähler auseinander. Das wird noch fantastisch, glaube ich. Aber morgen müssen wir auch noch ein bisschen was an Content hier bereithalten. Gut, das war der Fußball. Gehen wir weiter und schauen rüber zum Wintersport. Da geht es heute los mit dem ersten großen Wintersportwochenende des Jahres. Volles Programm auf allen Kanälen. Alles, ja, es findet eigentlich alles statt, kann man, glaube ich, so ganz grob sagen. An diesem Wochenende, freut euch drauf, was es da zu sehen gibt. Wir haben zum einen eine lange Wintersportstrecke im Ersten in der Sportschau, sowohl im linearen Fernsehen als auch auf sportschau.de. Da geht es dann los um 10 Uhr und auf Eurosport geht es sogar um 9 Uhr schon los. Die ist eine Stunde früher dran. Programm bietet heute, ich greife die Anregung, die es neulich gab, hier mal auf. Ich werde es jetzt nicht minutiös runterrattern. Ich sage einfach nur, was alles mit drin ist in diesem Paket. Das Ganze geht dann bis abends um
20 Uhr. Wer Lust hat, kann alles da gucken auf Eurosport. Im ersten sind sie dann früher raus, da kann man in den Stream wieder ausweichen. Für Ski Alpin, da gibt es nämlich Ski Alpin in Killington, Riesenslalom der Frauen. Das ist am Abend aber erst der Fall. Ansonsten ab 10 Uhr morgens, was haben wir? In Kusamon gibt es Langlaufrennen der Damen und der Herren. Wir haben die deutsche Kombination der Männer in Kusamo. Es gibt Biathlon, geht los mit der Single-Mix-Staffel in Östersund und mit der Mix-Staffel in Östersund. Es gibt Ski-Freestyle mit dem Slopestyle-Wettbewerb in Stubai. Eiskunstlaufen in Osaka gibt es, eine deutsche Kombination haben wir schon gehabt. Skispringen gibt es, der erste Wettkampf in Kusamo. Ski-Alpin hatten wir schon. Also da ist wieder richtig was geboten. Ich habe noch ein paar Ergebnisse von gestern. Die Norweger haben dominiert in der deutschen Kombination in Ruka zum Auftakt. Und zwar Oftebro, Jens Lurås. Ich möchte es, komm, einmal. Jens Lurås Oftebro. Gewinnt vor Jarl Magnus Riebe und Jörgen Graback. Ich glaube so, stimmt's. Das war gestern der Wettkampf. Ansonsten gab es gestern auch noch fleißig Langlauf. Auch da haben bei den Männern die Norweger dominiert. 4 Norweger unter den letzten 6 im Finale. Valnes gewinnt am Ende vor dem Franzosen Juf und dem Norweger Klabo. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Bei den Frauen, die deutschen Männer erreichen nicht mal die K.O.-Rennen, schade. Bei den Frauen 4 Schwedinnen im Finale unter den letzten 6. Hier gewinnt Ribom vor Sündling. Und der Norwegerin Schiestart. Also das ist alles geblieben. Die Schwedinnen dominieren bei den Damen im Langlaufsprint, die Norweger bei den Männern. Aus deutscher Sicht erfreulich. Katharina Hennig scheidet im Halbfinale erst aus, kommt also durchaus weit. Coletta Rizek geht ins Viertelfinale und die anderen Deutschen verpassen knapp die Quali, weil 30 kommen ja in die K.O.-Rennen und die deutschen Damen sind geworden 31, 32, 33 und 35. Schade, aber was willst du machen, so ist es. Und in der Skisprungquali, das wollte ich auch nochmal rausheben, ganz starke Leistung auch der deutschen Herren. 4 in den Top 10 bei der Quali. Gut, Quali ist noch kein Wettbewerb, aber immerhin. Wellinger mit der besten Quali, Laie 3., Raimund 6. und Geiger auf der 7. Also das lässt doch fürs Springen heute hoffen. Also guckt Wintersport, Leute, damit es auch alle wird. Es ist ja da und es muss ja einer gucken. Und ich gucke es auch ein bisschen. Das könnt ihr schon versprechen. Deutsche Eishockey-Liga. Gestern gab es einen weiteren Spieltag. Was hat sich getan? Ausrufezeichen von der Düsseldorfer EG. Die gewinnen nämlich bei den Eisbären beim Tabellenführer mit 4:1. Hat mich sehr gefreut, war aber nicht zu erwarten. Düsseldorf ja wirklich mit einer ganz, ganz, ganz mäßigen Saison bisher. Aber das war ein wichtiger Sieg. Und die Eisbären verlieren und damit ist die Tabellenspitze jetzt völlig offen. 3 Teams punktgleich vorne nach 21 Spielen, nämlich neben den Eisbären auch noch die Fishtown Penguins, die haben gewonnen gegen Nürnberg, und die Straubing Tigers, die haben gewonnen in Köln. Alle 3 jetzt mit 42 Punkten und danach gibt es ein Trio mit jeweils 35 Punkten, ganz witzig. Nämlich Schwenningen, die haben in Frankfurt gewonnen, dann die Kölner Haie nach ihrer Niederlage und die Adler Mannheim, die haben gegen Wolfsburg gewonnen. Die haben also alle 35, dann Wolfsburg 34, Frankfurt 33, München 32. Bleibt spannend in der deutschen Eishockey-Liga am Tabellenende. Iserlohn, die haben schon wieder verloren, diesmal in Ingolstadt, aber schon vorgestern. Aber trotzdem 15 Punkte, Tabellenletzter. So, heute gibt es auch Eishockey, wer Lust hat auf Eishockey, allerdings ein bisschen abgespecktere Version. Nämlich, also von der Anzahl her der Spiele. Wir haben 2 Partien aus der NHL auf Sky Sport zu bieten. Um 19 Uhr die Boston Bruins bei den New York Rangers. Und um 22 Uhr die Montreal Canadiens bei den Los Angeles Kings. Wer Lust hat auf NHL Eishockey vor Mitternacht, ist hier mit diesen beiden Spielen, glaube ich, ganz gut bedient. Wir machen weiter mit Tennis. Davis Cup, Halbfinale Nummer 1 gestern. Es war dann doch zu Ende für die Finnen, für die Tapferen im Halbfinale. Gegen Australien gab es 2 klare Niederlagen in Einzel, 0:2. Damit also der Endstand hier. Und dann wurde das Doppel auch gar nicht mehr ausgetragen. Brauchen wir ja auch nicht. Australien also im Endspiel. Gegner wird heute ermittelt. Italien gegen Serbien. Also es kommt dann wieder jetzt zu Team Sinner gegen Team Djokovic. Geht aber heute schon um 12 Uhr los, sonst war immer 16 Uhr die Aufschlagzeit, jetzt also um 12 Uhr. Hintergrund ist natürlich klar, am Sonntag ist das Finale, also morgen, und man möchte, dass der Sieger aus Italien, Serbien, ein bisschen Erholung am Abend zumindest noch findet. Aber wird, glaube ich, ein heißes Ding. 12 Uhr, The Zone ist live dabei, wenn ihr Lust habt, schaut gerne dort rein. So, dann geht's weiter mit Basketball. Da haben gestern in der BBL die Niners Chemnitz gewonnen gegen Hamburg und sind damit vorübergehend wieder Tabellenführer. 8:1 ihre Bilanz. Das ist nach wie vor sehr, sehr souverän, was die da spielen.
Wir gucken mal, was heute ansteht in Sachen Basketball. Weitere Spiele aus der BBL um 18:30 Uhr, nämlich Bamberg gegen Braunschweig, Ulm gegen Crailsheim und Rostock gegen Göttingen. Das gibt es um 20 Uhr, das Spiel, das ist das letzte. Alles auf Dine Sports natürlich live. Und die NBA, die gibt es zu sehen, zum einen auf The Zone, und zwar um 23 Uhr mit Oklahoma City gegen die Philadelphia Sixers. Und dann gibt es um Mitternacht noch das allwöchentliche Mitternachtsspiel auf Pro7 Max. Ich erwähne es trotzdem, weil es ja Free-TV ist. Das ist immer erwähnenswert, finde ich. Die Miami Heat sind diesmal zu Gast bei den Brooklyn Nets. Wer also darauf Lust hat, schaue da gerne vorbei auf Pro7 Max. Formel 1 gibt es heute auch wieder, nämlich das letzte Rennen der Saison. Endlich ist es dann rum. Spoiler, Max Verstappen wird gewinnen. Die Quali steht heute an in Abu Dhabi und die gibt es live ab 15 Uhr zu sehen bei Sky. Ich weiß nicht, übertragen. Ich glaube, die übertragen sie auch dann wieder in, auf YouTube for free. Ich weiß nicht, werdet ihr eh nicht gucken. Also es gibt heute wirklich so viel anderen guten Sport. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu sehen. Ich gucke es nicht. Aber wer es gucken möchte, kann es auf Sky gucken oder auf einem anderen Kanal seiner oder ihrer Wahl. Man merkt, dass ich damit so ein bisschen schon abgeschlossen habe, gell? Ich glaube auch, ich will nächste Woche Formel 1 hier noch drin lassen. Kommentare bitte, wer bis hierhin durchgehalten hat, schreibt mal unten drunter, ob nächstes Jahr hier, ob Formel 1 noch ein Thema sein soll. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand guckt. Können wir rausschmeißen von mir aus. Enttäuscht, frustriert, gelangweilt, naja. Handball-Bundesliga, Melsungen, die frustrieren uns nicht, im Gegenteil. Die spielen eine tolle Saison, sind vorübergehend Tabellenführer mit 22 Punkten. Allerdings haben die anderen Teams natürlich noch zwei Spiele nachzuholen, da könnten sie wieder eingeholt werden. Aber der Sieg in Eisenach gestern hat ihnen geholfen, diesen Spitzenplatz 1 erstmal wieder zurückzuerobern. Heute dann folgendes Programm in Sachen Handball aus der Bundesliga. Hannover-Burgdorf um 19 Uhr gegen Lemgo und dann um 20 Uhr Gummersbach gegen Flensburg-Handewitt. 20:30 Uhr sehe ich gerade, 20:30 Uhr. Damit zwei Spiele auf Dine Sports auch wieder zu sehen, könnt ihr gerne reinschauen. Apropos, habe ich ganz vergessen, der Wechsel jetzt von Dine Sports zu Sky ist wild. Tennisrechte wollte ich nur kurz erwähnen, habe ich das vorhin vergessen, als es um Tennis ging. Sky hat die Tennisturniere der ATP und WTA für die nächsten 5 Jahre erworben, bis 2028. Das heißt, ATP haben sie ja schon gehabt, die nicht die Grand Slams, die werden ja nicht von der ATP veranstaltet, sondern die 1000er, die 500er und die 250er Turniere, die gab es ja schon länger jetzt auf Sky, die behalten sie für weitere 5 Jahre. Und die WTA-Turniere, die gab es ja bis gerade noch im Tennis-Channel, die wandern jetzt auch zu Sky. Das heißt, das volle Programm jetzt auf Sky zu sehen, Damen- und Herren-Turniere, hilft sehr, denn wir haben ja diese gemeinsamen Turniere immer mehr, ne? Diese großen 1000er, die dann immer so 10 Tage, 12 Tage lang gehen, Miami, Indian Wells und so weiter. Und da ist immer Damen und Herren gleichzeitig und da musste man bisher immer springen. Sky hat die Herren gezeigt, dann war auf Sky 4 Stunden Pause, dann kam das Damenturnier auf den Plätzen dort, das wurde dann wieder auf Tennis Channel gezeigt. Jetzt alles in einer Hand bei Sky. Ich finde es gut. Ich mag diese Aufsplittung nicht so sehr. Die Grand Slams aber nach wie vor, der Vollständigkeit halber sei es erwähnt, Australian Open bei Eurosport, French Open auch. Die Wimbledon-Spiele gibt es bei Sky und Sport Deutschland bleibt beim US Open Thema dabei. Also es ist nach wie vor ein bisschen doof, dass es so zersprenkelt ist. Kommen wir zum Volleyball. Heute gibt es die Frauen-Bundesliga mit Wiesbaden gegen Münster und zwar um 17 Uhr live auf Sport 1. Das allwöchentliche Spiel dort im Free-TV. Wer Lust auf Volleyball hat, herzlich willkommen. Schaue dort gerne vorbei. American Football. Da gab es gestern das Black Friday-Spiel zwischen den Dolphins und den Jets. Das ging ganz klar an die Dolphins 34-13. Damit also Miami weiterhin auf Höhenflug. Morgen mehr NFL. Ich werde berichten. Wir schauen zu den zum Abschluss jetzt. Das ist ein bisschen durch. Ja, schon ist gut, ne? War ja schon ein Haufen Holz. Aber eins haben wir noch, nämlich Darts. Da gibt es die Players Championship Finals. Die gehen weiter. Gestern gab es die Auftaktrunde. Aus deutscher Sicht durchwachsen, würde ich sagen. Martin Schindler ist ausgeschieden. Daniel Klose ebenfalls. Dafür aber Ricardo Petrezko und Gaga Clemens eine Runde weiter. Die sehen wir heute wieder. Michael Smith ist raus. Das war ein bisschen die Überraschung gestern. Weltranglisten-Erste und Weltmeister scheitert an Richard Feenstra aus den Niederlanden. Der ist Weltranglisten-83. Hatte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber so ist es. In Darts geht das ja manchmal recht schnell. Ne? Ein Spiel und dann bist du weg. So kam es. Heute dann volles Programm. 13:45 Uhr geht's los mit der Nachmittagssession und dann um 20 Uhr die Abendsession. Beides live auf The Zone zu sehen. Und aus deutscher Sicht pick ich mir mal kurz die Partien. Tolle Spiele übrigens heute dabei. 16 insgesamt an der Zahl. Zum Beispiel Gary Anderson gegen Dimi Vandenberg. Das ist schon mal ein interessantes Ding. Aber ich wollte ja eigentlich die Deutschen hier. Da sind sie.
Gaga Clemens spielt gegen Josh Rock und Ricardo Petrezko trifft auf Ryan Searle. Das sind die Begegnungen der Deutschen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Also das auf The Zone für alle, die es gerne dort gucken möchten. C'est tout. Ich wäre durch, Viertelstunde, aber das hat sich hoffentlich gelohnt für euch. Jetzt wisst ihr, was ihr heute wo gucken könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, worauf auch immer eure Wahl fällt. An Angeboten mangelt es auf jeden Fall ja nicht. Morgen wieder Frühsport an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne weiterempfehlen. Und wie gesagt, schreibt mal unten rein, Formel 1. Ist das nächste Saison ein Thema? Ich weiß es nicht. Lasse ich euch entscheiden. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.